Hallo und herzlich willkommen bei Hexe Grillt, eurem Grillkanal. Heute machen wir Flank Rolls mit Chimichurri Soße. Soße kann man das eigentlich nicht nennen, weil das ist ja keine Soße. Eigentlich mit Chimichurri, so heißt das eigentlich. Und das wollte ich mal ausprobieren, wie das so schmeckt. Eigentlich dachte ich, das wäre ein ganzes Flank Steak, aber jetzt haben wir zwei geteilte Flank Steaks. Gucken wir mal, wie das wird. Was ich da jetzt so habe, also wie gesagt, mein Flank Steak, jetzt habe ich zwei davon, das wird einmal in der Mitte durchgeschnitten, quasi ist das B-Ware. Dann habe ich hier Schwarzwälder Schinken, Gouda gerieben, so ein Bändchen, um die Rolls gleich festzumachen. Dann habe ich hier Petersilie, also jetzt kommt mein Chimichurri. Jetzt habe ich einmal meine Petersilie, ist keine Blattpetersilie, ich habe jetzt normale nur gekriegt. Muss ich mal probieren, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Normalerweise ist das auch mit Koriander. Koriander bin ich jetzt nicht so der Freund von. Dann kommt hier Knoblauch, Chili, Salz, Oregano und Zucker und Limette rein. Und hier ist nochmal Olivenöl, was wir dann benutzen werden. Ich denke mal, wir fangen mit dem Chimichurri an und gehen dann weiter über ins Fleisch. Genau, so machen wir das. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mein Chimichurri zusammenrühre. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Hier haben wir Limette. Ich habe jetzt eine halbe genommen. Dann kommt unser Knoblauch. Dann würde ich sagen, kommt unser Zucker mit rein. Nicht allzu viel Zucker bitte, sonst wird das zu süß. Das rühren wir jetzt einmal so ein bisschen um. So, jetzt ein bisschen Oregano. Ein bisschen Salz. Bisschen Chili. Wie gesagt, ich habe normale Petersilie gekriegt. Ich habe jetzt keine Blattpetersilie gekriegt. Aber ich hoffe, das wird trotzdem was. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, die Chimichurri. Ich weiß überhaupt nicht, wie das so ist. Wie gesagt, Koriander habe ich auch nicht. Aber gucken wir mal, wie das wird hier. So, jetzt haben wir alles hier drin. Jetzt verrühren wir das ein bisschen. Also es sieht schon mal nach Chimichurri aus, so ein bisschen. Fehlt nur noch das Olivenöl. Das schon reicht an Olivenöl oder ob wir da noch mal ein bisschen was reingeben. Oh, ich würde sagen, wir können noch mal ein Schlückchen da reingeben. So. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, jetzt einmal abschmecken so ein bisschen. Ja, hat schon einen Kick hier. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen. Boah, muss das so scharf sein eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Das ist schon eine Hausnummer. Und Knoblauch merkst du auch ordentlich. Vielleicht hätte ich auch nur eine nehmen sollen. Egal, wir probieren es. Ich werde, glaube ich, da noch ein bisschen mehr Zucker reinmachen, weil das, boah, das ist die Schärfe. Wer scharf mag, also der ist gut dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich meinen Flanksteak einrolle. Also bis gleich. So, jetzt fangen wir an mit unserem Flanksteak. Das ritze ich hier erstmal so ein bisschen ein, damit das sich besser einrollen lässt und wenn das, dass mir das nicht so auseinander geht, wenn das eingerollt ist, zerschneide ich quasi die Struktur. So. Und wir werden das auch quasi so einrollen, dass ich das quasi quer zur Faser aufschneiden kann. So, gut. Also machen wir als nächstes. Als nächstes würzen wir das. Und zwar machen wir das mit ein bisschen Pfeffer. Kommt hier so ein bisschen rüber. Eigentlich brauchen wir da nicht viel. So. So. Drehen wir um. Von außen können wir auch noch mal ein bisschen pfeffern. Und dann habe ich mir gedacht, wir könnten ein bisschen von der Gartenmische von 030 Barbecue auch hier mal so ein bisschen was drüber machen. Ein bisschen was fürs Auge. So. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt als erstes mit dem Schinken an. Wie gesagt, das ist Schwarzwälder Schinken. Den packen wir jetzt hier schön drauf und verteilen den. Ich meine, von Bacon kann man eh nicht genug kriegen. Ich denke, das reicht erstmal so. Bei dem anderen machen wir das genauso. Ja, ich hätte gern ein großes Stück gehabt, aber ja, meine Frau, die arbeitet ja in der Fleischerei und die hat dann halt gesagt, ja, nehme ich mit. Naja, ist ja nicht schlimm. Kriegen wir auch hin. So, als nächstes machen wir den Käse drüber. Ich will noch nicht allzu viel Käse nehmen, nicht dass das sich nicht mehr einrollen lässt. Dann müssen wir mal gleich gucken, wie das am besten ist. Wie gesagt, Salz haben wir ja genug drin, auch durch unseren Schwarzwälder Schinken und der Käse auch. So. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Das kann man sogar so auf den Grill legen, würde ich fast schon sagen. Aber ne, gut. Ich roll den jetzt ein. Und hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es haben will. Wie gesagt, ich roll die jetzt ein und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So Leute, unsere Flank Rolls sind jetzt fertig. Ich glaube, ich mache da noch so ein bisschen Olivenöl drüber. Ich würde sagen, wir machen die bei 180 Grad auf den Grill und dann werden wir hinterher noch mal ein bisschen scharf anbraten, dann noch mal mit Power
In der Zeit kann das schön von innen nach außen gar werden. Einfach geil. Nee, von außen nach innen. Naja, wie gesagt, ich werde hier noch ein bisschen Öl drüber machen und dann sehen wir uns am Grill wieder. Bis später. So Leute, willkommen zurück. Ich glaube, das ist ein gültiger Versuch. Das ist der Hammer. So schön saftig, schön Käse und genau den Garpunkt erreicht, würde ich sagen. Also, ihr könnt euch selber überzeugen in dem Video. Ich werde das jetzt mal probieren. Ich werde mir jetzt hier so ein bisschen von der Chimichurri drüber machen. Oh, guckt euch das mal an. Ist das lecker oder ist das lecker? So, und jetzt wollen wir das mal probieren. Einmal das hier. Ich habe mir hier schon so ein kleines Stück hinten dran gehangen. Guckt euch das mal an. Mega. Boah. Haben mehr. Also ich würde da jetzt noch ein bisschen Pfeffer drüber machen. Aber sonst mega. Boah, schön saftig. Man merkt den Käse. Man merkt auch ein bisschen Bacon. Hammer. Und das sieht richtig schön aus. Auch guckt mal hier, alles rosa. Genau getroffen. Und dieser Chimichurri, von dem Chimichurri merkt man natürlich auch eine jede Menge, ne? Also von der Schärfe, bisschen säurehaltig durch diese Zitrone, die wir reingemacht, oder Limette, die wir reingemacht haben. Also ist einfach geil, ey. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Also das letzte Video ging ja richtig viral. Also bin ich ja richtig stolz auf euch. Das war richtig geil. Hat mich richtig gefreut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Lasst euch überraschen. Euer Hexegrill.